So, hier bin ich wieder, euer Co-Star King's Knight mit Herz. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Homemade Marklöchensuppe aus frischen Markknochen und Gemüsebrühe. Das Video ist aus einem vergangenen Marklöchchen-Video. Aber das ist ja kein Problem. Also es ist Grunde genauer ist es jetzt fast das gleiche Rezeptur von Marklöchchen. Viel Spaß beim Anschauen. Machen wir sie doch ganz einfach. Geh davor. Bei den heißesten Temperaturen immer etwas trinken und Hände waschen nicht vergessen. Reicht eure Brötchen mit Wasser ein. Dann braucht ihr Marknochen, die hüllt ihr aus und zieht sie später noch ab. Dann braucht ihr eine Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Paprika. Frische Petersilie. Dann braucht ihr 8 von euren Eiern. Die ganzen Zutaten macht ihr dann in einer Schüssel und knetet sie zu einem Teig zusammen. Dann brauchen wir noch Semmelbrösel. Die ganzen Zutaten macht ihr dann in eine Schüssel und knetet sie zu einem Teig zusammen. Und lasst den Teig noch circa eine halbe Stunde in eurem Kühlschrank ruhen. Dann formt eure Marklöschen. Dann meine Marklöschen fertig gerollt. Dann füllt euren Topf mit heißem Wasser auf. Dann wird die Herdplatte angeschmissen. Machen wir unseren Topf auf die Herdplatte. Dann gebt noch ein bisschen was von eurer Rinderbrühe hinzu. Dann brauchen wir noch etwas von unserem Grünkernmehl, weil so esse ich sie am liebsten. Dann verrührt ihr das Ganze. Dann gebt ihr nach und nach eure Marklöschen hinzu. Dann lasst ihr das Ganze noch ein bisschen kochen. Schmeiße ich euch das Rezept auf den Tisch flach. Einfach, frisch, schnell und lecker. Und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Samstag. Euer Hobbykoch. Und viel Spaß beim Essen, das kann ich euch nur empfehlen, ihr Lieben.